So, mal wieder ein fruchtiges Willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild. Und es sieht einfach nur so verdammt geil aus hier. Mit dem Licht da hinten, mit den ganzen Schatten. Richtig, richtig cool. So stelle ich mir eine perfekte Lichtung vor. Leider können wir dieses Schwert hier immer noch nicht mitnehmen. Wir sind einfach noch viel zu schwach dazu. Und das müssen wir natürlich ändern. Und deswegen porte ich mich jetzt einfach mal hier hin. Und dann werden wir mal schauen, dass wir in dieser Folge uns natürlich zwei neue Herzen besorgen. Wir haben nämlich immerhin 7 Abzeichen schon. Und ich möchte gerne mein Inventar vergrößern. Ich habe nämlich jetzt zum Glück endlich rausgefunden, wo man das machen kann. Ich hoffe zumindest, dass das so klappt. Und dann mal schauen, was wir noch so machen. Ich möchte nämlich gerne in einer der nächsten Folgen dann mal vielleicht einen Titan probieren. Ich hoffe, dass wir das irgendwie gebacken kriegen. Wir probieren es einfach mal aus. Okay, es gewittert. Ich sollte meine Waffe wechseln. So, lieber eine nicht elektrische Waffe. So, was verkaufst du denn schönes, Terry? Pfeile brauchen wir nicht. Die Kröte ist mir zu teuer, aber ich denke mal, wir nehmen einfach die Schmetterlinge mit. Und die Libellen. Kann man vielleicht mal gebrauchen und 10 Rubine pro Stück ist jetzt auch nicht sonderlich viel. So, einfach mitnehmen. So. Tschüss. Hat mich mal wieder gefreut. So, kannst du bitte mal mein Pferd vorbeibringen? Ja, bitte mein Pferd. Genau, Epona mitnehmen. So. Meine Waffe flackert so ganz komisch. Ich weiß nicht, ob das an der Waffe liegt oder ob das gerade ein Grafikbug ist. So, los geht's. Süße. Wir müssen jetzt erstmal, glaube ich, hier, genau, dem Flussverlauf folgen, dann bis hier unten. Und dann möchte ich hier rüber den Turm einnehmen. Und ich muss nämlich hier hinten hin. Dachte ich mir, ist ganz cool so. Können wir unterwegs nochmal gucken, ob wir noch irgendwas vergessen haben. Hier ist zum Beispiel ein Lager mit einer Kiste, die wir noch nicht haben. So, hallo. Okay, das war jetzt nicht mal geplant. Hallo. Da vorne steht noch einer. Tschüss. Ja, das war jetzt nicht sonderlich schwer. Also diese normalen Viecher, die sind jetzt mittlerweile so verdammt einfach geworden. Wenn ich überlege, dass ich am Anfang so dermaßen Probleme bei denen hatte. Also bei den ganz normalen braunen ja nicht unbedingt, aber bei den blaufarbenen, ich denke mal, dass das blau ist. Da war das dann schon ein bisschen schlimmer. Hier liegen Steine rum. Eine Fitkröte. Ach, wie cool. Die konnten wir gerade für 100 Rubine kaufen. Da ist noch eine. Da liegen Biene rum. Und ein Röstbarsch. Aber hey, wir haben keinen Platz mehr. So, da ist noch ein Stein. Schade. Da ist noch einer. Noch eine Fitkröte, wie cool. Okay, ich hab's gerade zischen gehört. Das ist heftig. Da schlägt einfach mal der Blitz in diese Metallkisten ein. Das ist aber richtig cool. Ich hätte einfach nur warten müssen. Und der Blitz hätte die Gegner gegrillt. Das ist lustig. So, jetzt ist mein Pferd leider aufgeschreckt worden. So, weiter geht's, Süße. So, braves Mädchen. Du kriegst nachher auch ein Leckerli. Da liegt noch ein blauer Rubin. Den lassen wir aber gerade mal liegen. Ich möchte auch vorankommen. So, ich weiß gar nicht, wo wir gerade hin müssen. Was war das? Ach, so ein Mob. Okay, warte mal. Hier ist ein Windrad. Kann ich das anklicken? Okay, da wirft irgendwer mit Eicheln oder so.
Ja, die habe ich getroffen, da ist noch eine. Ja, das war zu spät. Okay, cool. Das ist ja lustig. Und da hinten ist ein Schrein. Cool. Da vorne ist doch gleich einer. Den schnappen wir uns natürlich. So, komm mit, Süße. Tappel, tappel. Und ich glaube, ja, da hinten. Das, was man da ganz hinten sieht, das ist der Turm, den ich eigentlich einnehmen wollte. Ach, sie springt zum Glück rüber. So, hier lang. Uah, die Steuerung ist teilweise echt ein bisschen holprig. Aber es ist halt ein Pferd. Wow. Wow, 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 wow. Alter, hab ich mich gerade verjagt. Und vor allem das Pferd hat sich gerade verjagt. Es hört gerade zum Glück auf zu regnen. Und wir haben einen Feuerstein. Und einen Bernstein. Den können wir gut verkaufen. Aber sonst ist hier, glaube ich, nichts. So, wir machen mal schnell diesen Schrein. Mal gucken, was uns erwartet. Aber echt heftig. Schlägt da voll der Blitz in uns ein. Das arme Pferd, das hat sich voll erschrocken. Für Tiere sind Gewitter sowieso immer so ein bisschen, ja, nicht so schön. Da drüben ist eine Kiste. Vom Winde verweht. Okay, ist recht simpel. Und ein Bernstein. So, hier geht's, glaube ich, weiter. Da geht's zurück. Ist da oben was? Nein. Das heißt, im Endeffekt, hier rüber. So, recht easy. Da ist auch nichts. Dann bleibt er nur hier. Da ist auch nichts. Boah, fast nicht abgesprungen. So, cool. Der war jetzt gar nicht so einfach. Gar nicht so schwer, würde ich sagen. Recht einfach. So. Cool, da haben wir unser 8. Abzeichen. Das heißt, wir können uns 2 Herzen besorgen. Die brauchen wir auf jeden Fall auch. Und ja. Genau, wir brauchen jetzt so eine Statue der Göttin. Mal gucken, ob wir eine finden oder nicht. Wildpferde fangen, das haben wir auch schon ausprobiert. Hölzerne Waffen oder Schilde können Feuer fangen. Ja, das ist nicht so schön. So, Ladebildschirm endlich vorbei. Wo ist jetzt unser Pferdchen hin? Hallo? Hallo? Ach, da vorne. Ich dachte schon, du bist weggelaufen. So, jetzt geht's hier über die Brücke. Da steht wieder so ein komischer Typ. Das Ende ist nah. Uah, das hat das Feuer angegangen. Das war ja seltsam. Da unten ist eine Kiste. Ach, da ist ein Lager. Hallo, meine Freunde. Uah. So. Ich brauche mal eine anständige Waffe. Was habe ich denn hier für einen Hammer ausgerüstet? So. Ich nehme mal so einen Zweihänder. Der macht doch schon gleich viel mehr Schaden. Ein Wurfspeer, den brauchen wir nicht. Das brauchen wir alles nicht. Das nehmen wir mit. Und jetzt nehmen wir hier den Opal mit. Warte mal. Ist das da hinten? Das ist, glaube ich, wieder so ein komischer Kreis, ne? Ja, da irgendwo müsste der sein. Ich glaube, das ist wieder so ein Blattteil. Da können wir später mal gucken. Das werde ich jetzt aber nicht machen. Das können wir irgendwann anders machen. So, aufsteigen. Und weiter, Pferdchen. Wir wollen nämlich zu dem Turm. Das ist da hinten. Okay, cool. Hier ist irgendwie so ein riesen Baumstamm. Da ist noch ein Lager. Was ist das? Ich wollte die einsammeln.
Ach, ich habe eine Vermutung. Das ist doch garantiert ein Krog. Das ist 100% ein Krog. So, da oben ist er jetzt. Cool, hier finden wir ganz viele gerade. Ah, da vorne ist er doch. Ja, ein Krog. Cool. So, da haben wir wieder einen. Hier ist sonst nichts. Da oben sind irgendwelche Bäume. Da ist auch nichts. Da unten ist noch irgendwas. Es ist noch so verdammt viel überall. Ist es jetzt noch weit? Aber wir können sowieso nicht durchs Wasser mit unserem Pferd oder so, ne? Ich lasse das Pferd da unten jetzt mal stehen. Das können wir ja gleich wieder rufen. Und jetzt fliegen wir da mal runter. Und beziehungsweise, wir klettern mal hier hoch. Und dann können wir nämlich da vielleicht auf diesen Turm rausfliegen. Und dann schauen wir mal bei dem Lagerfeuer und dann gehen wir endlich darüber. Da ist gar nichts drauf, oder? Doch, eine Kiste mal wieder. Da brauchen wir aber nicht so hochklettern. So. Gut, kletter, mein Junge. Ich weiß gar nicht, ob das da unten jetzt ein Gegner ist oder ob das irgend so ein Wanderer ist mit einem Lagerfeuer. Müssen wir gleich mal schauen. Bin ich mal gespannt. So, mal gucken, was in der Kiste drin ist. Das machen wir natürlich zuerst. Da hinten ist auch noch eine Totenschädelhöhle. Boah, ein silberner Rubin. Können wir gut gebrauchen. So. Bist du ein Gegner? Nein, du bist ein Freund. Ach, wie cool hier dieser Leuchtpilz. Da ist ein Wildschwein. Gott. Ah, hier sind überall noch Pilze. Die könnten wir mal mitnehmen. Ein Rüstling. Was ist das da drüben? Eine Statue. Hier kann man was freisprengen. Wie cool. So, das machen wir mal kurz. So. Bop. Und ein Stein. Ein Krog. Hier wohnt ein Krog. Wie cool. Ist das dein Zuhause? Deine Höhle? Ist ja cool. Ah, da waren auch ganz viele Erze. Die können wir natürlich jetzt auch freisprengen. Natürlich nicht mit der Bombe auf dem Kopf. Boah, da kommt richtig viel raus. Zweimal Bernstein. Dreimal Bernstein. Viermal Bernstein. Fünfmal Bernstein bekommen. Das sind, glaube ich, 30 Gold pro Bernstein. Also immerhin 150 Gold. Und hier ist noch eine Kiste. So, haben wir noch Feuerpfeile? Ja, klar. Tschüss. Oh, der eine hat es überlebt. Komm her. Jetzt hat das nicht mehr überlebt. Ich finde das so cool mit dieser Kiste. So. So, wir müssen unbedingt diese Sachen auch immer noch einsammeln, denn wir brauchen die ja auch, um zum Beispiel unsere Rüstung zu verbessern. Und wer weiß, wie viele wir dann später davon brauchen. Und wenn ich die jetzt alle liegen lasse, dann ärgere ich mich später, weil ich auf einmal 500 Stück davon brauche oder so. Ein Soldatenschild. Cool. So, jetzt können wir hier rüber. Kommen wir durch den Fluss durch? Ich probiere es lieber über die Steine. Da sind so viele Glühwürmchen. Richtig cool. Und das sind keine Glühwürmchen, das sind Fledermäuse. So, weg mit euch. Da ist ein Schild. So, wir probieren es hier mal über die Steine. Und da ist eine Höhle. Ah, normale Pfeile reichen aus. Uah, das war zu hoch. Jetzt ist er weg. So, was haben wir denn für Bögen? Ich wollte mal nachgucken. Ich habe nämlich die letzten Tage immer mal wieder Amiibos verwendet.
Und dabei habe ich hier so einen coolen Ritterbogen bekommen mit Haltbarkeit hoch und zwei Soldatenbögen mit jeweils Angriffskraft hoch. Das ist schon ganz nice. Aber ich glaube, hier brauchen wir die gerade gar nicht. Deswegen nehmen wir mal erstmal den schlechteren Bogen. Oh cool, Pfeile. Hier ist eine Kiste. Ich wollte gerade sagen, hier ist gar nichts. Das sieht so verdächtig aus. Ein Krogfächer. Wollt ihr mich verarschen? Den finde ich doch echt an jeder Ecke. Da ist eine Hexe. Ich finde das so cool. Das ist mir am Anfang gar nicht aufgefallen. Man kann rein theoretisch hier das runterschießen und dann... Was machst du denn da? Weg ist er. So, was liegt da rum? Ach, die Fledermaus-Sachen. So. Ah, dann noch mehr Fledermaus-Sachen. Da ist das. Da lebt immer noch einer. Aber erstmal sollten wir uns heilen. Und ich finde es immer noch bescheuert, dass das hier zum Beispiel nicht stackt. Weil im Endeffekt bringt das alles das Gleiche. Und es stackt einfach nicht. Das Einzige, was wirklich stackt bei dem Essen, ist das Grillwild. Und ich habe leider keinen Platz mehr, um noch mehr Sachen zu kochen. Das finde ich richtig doof gemacht. Das ist nicht so vorteilhaft. Wolltest du gerade irgendwas machen? Lass es lieber. Ist hier irgendwas? Ist hier überhaupt irgendwas? Nö. Ist da oben an der Decke vielleicht irgendwas? Nö. Nix. Schade. Aber eine Kiste hatten wir ja schon. Ich glaube, das ist einfach nur so eine Basis, die hier aufpasst auf den Turm. Laufen wir hier mal den Berg hoch, dann können wir da hochgleiten, dann brauchen wir nicht ganz so hoch springen. Beziehungsweise klettern. Tschüss. Ich mag meine Waffen. Mittlerweile sind die recht cool. So. Oh. Nicht erwischt. Ja, toll. So, weg mit euch. Weg mit dir. Alle weg? Nö, da lebt noch einer. Und ja, meine Waffe zerbricht leider gleich wieder mal. Da lebt aber noch einer, ne? Da oben. Den können wir mal abschießen. So, das müsste passen. Weg ist er. Und das nehmen wir noch mit. Ein Grillwild. Das ist wirklich das Einzige, was sich irgendwie stacken lässt. Da oben war jetzt auch nichts drauf, ne? Ist hier noch irgendwas? Sehe ich irgendwie einen Krog oder so? Nö, nix. Hier ist auch nichts. So, dann können wir da jetzt rangleiten und dann brauchen wir nicht ganz so hoch klettern. Ach, da können wir sowieso hochklettern. Das wird bescheuert. Turm der Zwillingsberge. Cool. Ach so, jetzt müssen wir da dann gleich. So, wir können eigentlich ein bisschen springen. So. Bestimmt ist hier oben auf den Bergen auch noch was Cooles, aber irgendwie habe ich da keine Lust, oben rauf zu klettern. Das ist mir, glaube ich, doch ein bisschen zu hoch. Das werden wir später irgendwann mal machen. So, zweimal springen können wir. Ich glaube, wir können sogar noch ein drittes Mal springen. Und dann kurz warten. Sehen wir hier irgendwas oben? Ich sehe hier gar nichts. Nö. Keine Ahnung. Da kann alles Mögliche oben sein. So. Endlich einen Turm. Wir müssen unbedingt diese anderen Türme auch alle mal holen, damit wir auch eine Karte bekommen. Dann sieht man auch alles ein bisschen besser, wo denn die Wege sind zum Beispiel oder wo denn andere Sachen sind. Da unten ist zum Beispiel auch noch irgendwas. Ja. Den Teleportpunkt haben wir schon mal. Die Türme sind auch ganz cool, weil man sich dahin teleportieren kann, um dann gleich relativ schnell irgendwo lang zu fliegen.
Ja, haben wir gleich Kakariko noch mit drauf. Das ist ganz cool. Das kennen wir doch schon, das Fernglas. Was wollen die denn von uns? Zwillingsberge, Behorn, Hochebene, die Pauleberge, die Paulegebirge, das finde ich auch ganz lustig. Quelle der großen Fee. Richtig cool, das ist auf der Karte eingezeichnet als Quelle der großen Fee. Okay. Ja. Südlicher Navisee. Navi war eine Fee. Jetzt ist nur die Frage: Präludienfluss. Präludien heißt die Startinsel in Wind Waker. Richtig cool. Hickory-Wälder kommen mir auch irgendwie bekannt vor. Das sind alles irgendwelche Begriffe aus irgendwelchen Zelda-Teilen. Das finde ich richtig cool gemacht. Ist das doch ein Erz? Ich weiß es gerade gar nicht. Wir lassen es einfach mal. Doch, das könnten Erze sein. Ah, hier sind ganz viele Erze. Die nehmen wir mal ein bisschen mit. Aber lieber mit dem Hammer, würde ich sagen. Ansonsten fliegt uns das alles wieder um die Ohren. Ein Feuerstein. So, ein Bernstein. Gut, zum Glück nicht abgestürzt. Ah, jetzt lauf einfach bitte mal geradeaus, Junge. Ein Sputtling. Nicht da hochklettern. Einfach laufen. Und noch ein Feuerstein. Da unten rennt auch schon wieder wer mit der Lampe rum. Wir müssten auch schon bald da sein. Was ist das da unten? Das sind doch keine Fische. Das sind Gegner, ne? Hier ist ein Schrein. Ach, wie cool. Ach, wie cool. Den nehmen wir natürlich mit. Den können wir doch nicht hier stehen lassen. Den müssen wir natürlich machen. Schreine mache ich immer alle. Die Crocs vielleicht nicht immer. Wenn ich das Rätsel jetzt nicht auf Anhieb schaffen sollte oder so, dann markieren wir uns das. Aber Schreine, die probieren wir bis zum geht nicht mehr. Im Takt. Okay. Das war einfach. So. Aber im Takt bedeutet ja wahrscheinlich nach Rhythmus oder so. Ach nö. Ich habe die Vermutung, wir müssen gleich immer wieder. Wow, und jetzt muss ich runter. So, das klappt noch ganz gut. Das wird, glaube ich, aber gleich noch schwerer. Da oben ist keine Kiste, ne? Nee. Nein, nein, nein. Wir hätten darauf gehen müssen. Uah. Ah, es kommt zurück. Da hinten ist auf jeden Fall noch eine Kugel und eine Kiste. So. Ja. Das wird jetzt, glaube ich, gar nicht so einfach. Was passiert hier? So. Okay. War doch einfacher, als ich gedacht habe. Ach so, jetzt habe ich verstanden. Wir müssen da unten nämlich jetzt das Teil herholen. Komm mit. Komm mit. Reicht das? Reicht das? Reicht das? Ja, es reicht. Es ist zu weit geflogen. Verdammt. So, wir müssen nämlich jetzt das darauf legen. Ich kann es ja auch einfach absenken. Langsam. Okay, gut. Ich dachte, wir rutschen da jetzt runter. Aber jetzt können wir uns hier nämlich oben die Kiste holen. Ein Kletterkopftuch. Wie cool. Das ist gar nicht so schlecht. Jetzt ist nur die Frage, wie wir da wieder hochkommen. Können wir das Teil. Das ist zu weit weg, ne?
ist zu weit weg. Kann ich das runterschießen? Ah. Kipp um. Ja. Cool, hat geklappt. So, dann haben wir auch diesen Schrein fertig. Cool. Haben sogar noch ein richtig cooles Kopftuch bekommen. Das ist bestimmt von so einem besonderen Set, was man irgendwo in den Schreinen sammeln kann. Das ist nicht schlecht. So. Eigentlich wollte ich ja nur die 8 Stück zusammen haben, aber jetzt haben wir schon das 9. Das ist gar nicht so. Ja, eigentlich wollte ich ja nur die 8 Zeichen zusammen haben. Jetzt haben wir schon das 9. Aber davon kann man nie genug haben. Hier ist irgendwas zum Freisprengen. Hier ist so viel, was man machen kann gerade. Ach, nur eine Kiste, aber egal. Und ein Reisebogen. Ah, den können wir eigentlich gar nicht gebrauchen, weil der viel zu schlecht ist. Jetzt vermisse ich gerade mein Pferdchen. Komm mal her, Pferdchen. Ach, sie ist zu weit weg. Schade. Das heißt, wir müssen leider zu Fuß weiterlaufen. Hier ist eine Kugel, die wir bewegen können. Eine Metallkugel. Da ist aber kein Krog drunter. Das ist bestimmt ein Rätsel. Oder ist das einfach nur hier für das Lager, um die Typen im Lager besser wegzukriegen? Das geht aber auch so recht einfach. So, unser Zweihänder ist leider gleich kaputt. Tschüssi. So, da vorne ist wieder was zum Hochklettern mit einer Leiter sogar. Es ist echt an jeder Ecke noch so verdammt viel. Wir werden garantiert überall noch 5000 Mal vorbeilaufen müssen, bis wir dann auch wirklich alles gefunden haben. Also 100% wird echt eine Herausforderung. Ich werde es aber auf jeden Fall probieren. Ein Bumerang. Gut. Ich habe das Gefühl, hier hätten wir schon vor Ewigkeiten sein sollen. Denn wir finden hier die ganze Zeit irgendwelche Sachen, die einfach relativ schlecht sind. Da oben ist eine Truhe drauf. Und hier ist noch ein Schrein. Und da ist ein Stall. Wie cool. Kommen wir da rein? Nein, wir sind zu niedrig. So, wir könnten eigentlich rein theoretisch die Kiste da oben holen. Dann könnten wir da reinspringen. So, die haben wir schon mitgenommen. Was ist da oben? Das frage ich mich. Da oben sind Bäume. Da ist noch ein Erz. Ich möchte jetzt aber erstmal hier zum Stall der Zwillingsberge. Wie cool. Hier liegt überall Obst rum. Ach, wie cool, kleine Kinder. Ach, die freuen sich über die Pferde. Das ist ja süß. Die haben eine Quest. Ja. Ich würde fast sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann nehmen wir hier die Quest an. Dann schauen wir mal, was da auf dem Turm drauf ist. Dann machen wir den Schrein. Und dann gucken wir mal hier. Irgendwo hier soll angeblich ja irgendwer uns das Inventar vergrößern können. Mal gucken, ob wir den finden. Bin ich echt gespannt. Und da oben auf der Spitze des Pferdes ist ein Windrad. Das ist definitiv ein Krog. Den holen wir uns auch. Da vorne ist Terry. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und immer schön fruchtig bleiben. Ciao.